Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Weltpremiere des Films Strict Rules hier im Cinedom in Köln. Ich hatte ja bei meinem Filmtalk schon angekündigt, dass ich hier zur Premiere da sein werde, als der Alexander Eisenbraun mit ein paar seiner Darstellern bei mir war. Dies ist jetzt der Fall. Ich bin sehr gespannt, wen wir auf dem roten Teppich noch alles erwischen und wie der Film so wird. Schön, die Kaffee. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Okay, Eva Hamann, hast du in dem Film auch mitgespielt? Nein, ich habe nicht mitgespielt. Der Tom Bacall hatte mich eingeladen, okay, weil ich ihn neulich getroffen habe auf Mallorca. Und ich habe den Vorspann, also den Trailer dafür gesehen und fand das recht spannend und ansprechend und eben auch so ein bisschen amerikanisch. Das ist richtig, weil du spielst ja deine Vita, ich meine, die ist relativ bekannt. Ich war ein Riesenfan von dir in Lex. Das fand ich also super und danach hast du ja viel so Sonntagabend ZDF-Sachen gemacht und so Kram und hast aber in letzter Zeit auch in vielen Independent-Filmen mitgespielt, ist das richtig? Warum? Macht das Spaß? Einfach so Herzblut? Also es ist einfach so, da kann ich Rollen spielen, die ich sonst nicht spiele. Ich drehe jetzt auch einen Film zu Ende, den wir letztes Jahr angefangen haben, der heißt Sky Sharks, total abgedreht. Da spiele ich so ein bisschen sowas wie Lara Croft in Tomb Raider, so eine Agentin, die die Welt rettet mit vielen Stunts und so weiter und das ist irgendwie... Naja, also das ist, wird halt mehr independent produziert, sowas, weil es eher Genrefilme sind. Auch der Film, den ich gedreht habe in Baden-Baden, Goblin 2, wo ich auch, den ich auch mitproduziert habe, der aber erst nächstes Jahr dann ins Kino kommt. Da habe ich mitgespielt. Da hat er auch mitgespielt. Danke, genau. Eva Hamann. Da hast du auch mitgespielt. Das ging nur ins Crowdfunding und das hat doch auch gut funktioniert, ne? Das hat sehr gut funktioniert, aber es dauert halt immer, bis so ein Film fertig wird. Also das hat ja hier auch ein bisschen länger gedauert bei dem Film. Nee, ich hatte die Jungs halt schon bei mir im Filmtalk auch, da haben wir den Trailer auch damals gezeigt und als den Tom Bacall habe ich auch schon interviewt. Und ich finde das cool, also ich gebe halt auch eine Plattform hier jungen Filmemachern, die halt, die müssen ja auch irgendwie mal nach vorne kommen. Ne? Und wir haben uns ja, wir haben schon zusammen, was war bei, warst du bei der Premiere von Der Zeichner? Von ja, dem Ivan, ne? Ja, da genau. Waren wir in Düsseldorf beim Filmtalk. Ja, stimmt, ja. Was machst du momentan noch? Ich habe gerade einen Kinofilm gedreht mit meinem Lieblingsschauspielkollegen Matthias Schweighofer. Okay. Dieser Film ist sehr kompliziert auszusprechen, aber ich versuche mal. Viel mach Glas. Wie bitte? Viel mach Glas. Viel mach Glas? Glas. Mach Glas. Was soll denn das heißen? Das hat irgendwie eingelegter Glas zu sein, ja, wo man Sauerkraut reinmachen das kann. Das ist dann aber ein Einmachglas. Einmachglas. Oder Einmann, Entschuldigung, Einmachglas. Eva. Einmachglas. Es ist ein, so heißt der Film. Ja. Nee, eigentlich viel Machglas, es wären noch viele, aber das ist, viele Gläser, es ist ein nicht nur Einmach. Eins. Es ist Einmachglas. Viel außer, wäre die Mehrzahl, das wären dann mehrere Einmachglas. Außer es soll so sein. Es kann ja auch sein, dass, es, dass der Film Vielmachglas heißt statt Einmachglas. Ja, ja, dieser Film heißt wahrscheinlich eigentlich heißt Vielmachglas. Es, ja, dann heißt er so. Ja, ja, cool, da bin ich. Aber ich hatte mich verwirrt, aber egal. Vielmachglas und momentan läuft mein anderer Kinofilm mit Heiner Lauterbach und Frau Senterberger und großartige Schauspieler, Flo Lerner, Will Fritz und Elias Marek, willkommen in Hartmanns. Ja. Und ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen mit toller Schauspielkollegin, guter Freundin und dich wiederzusehen. Freut mich sehr, in Köln zu sein. Ich liebe diese Stadt. Ja, ne? Ist schön. Gibt es denn von dir irgendwas zu sehen, demnächst vielleicht im Fernsehen nochmal irgendwas oder Kino? Also zu sehen, also alles, was ich jetzt gemacht habe, kommt erst ins Kino oder erst ins Fernsehen. Ich habe eine Reisemoderation gemacht über Teneriffa, die kommt allerdings schon am 3. September um 18.30 Uhr auf NTV. Schön, dann auf jeden Fall viel Erfolg noch mit allem, was so passiert und gute Rollen und viel Spaß heute noch auf der Premiere. Dankeschön. Guckt hier bitte ganz freundlich, achte Selfies. Ja. Aber ich mache das nicht. So, wir haben jetzt den Alex Eisenbraun hier. Ja, und wie läuft's bisher? Ein bisschen aufgeregt, aber gut. Das glaube ich, weil es ist ja auch riesig voll hier. Es sind ja so viele Leute gekommen und ist ja Wahnsinn. Also ich denke mal, wenn der Film nur halb so gut wird, wie das, was hier gerade alles passiert, super. Also bist du stolz auf das, was du bisher geschafft hast? Ja gut, ich bin eigentlich ein bescheidener Mensch. Stolz nicht, aber schon ein gutes Gefühl. Also ich bin schon aufgeregt und zufrieden mit dem, was alles passiert ist heute, weil, wie ich schon sagte, wir hatten so einige Wetterbedingungen und mussten so ein paar Maßnahmen ergreifen. Aber gut, es hat funktioniert, die Veranstaltung hat stattgefunden. Alles gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke mal, das wird schon alles. Das glaube ich. Also es wird bestimmt super. Aber ich meine, es ist ja eine riesen Presse hier, was hier alles an Leuten rumläuft, wirklich super. Also ich denke mal, dein Film ist auf jeden Fall gewürdigt, jetzt schon. Und die Presse, die du hast, später ist auch riesig, oder?
Ja, hoffe ich auch, denke ich mal. Wie gesagt, ich lasse mich wirklich fallen jetzt. Ich lasse mich überraschen, weil was kommt jetzt alles nach dem Film? Ich bin auch gespannt. Also den Film schauen wir uns ja gleich an und ja, dann hole ich dich auf die Bühne und dann reden wir nochmal über das, was wir gesehen haben. Ne? Also entspann dich noch ein bisschen, sei nicht zu aufgeregt und viel Spaß dann gleich bei deinem eigenen Film vor großer Kulisse. Dankeschön. Danke. Anthony, ich bin mal eingemerkt, ich bin nicht der Hauptdarsteller. Ich setze mich wieder in die Kneipe. Zurück. Strict Rules. Also liebe Cineasten, Family Friends. Ich habe das schon rausgesehen, der rote Teppich war ja schon mal enorm gefüllt und es war ja schon riesen Stimmung draußen. Und mein Name ist Stefan Jog, würde ich natürlich vorstellen. Ich führe euch ein bisschen durch den Abend jetzt hier und der Alexander Eisenhorn war bei mir im Filmtalk. Ich habe also einen Filmtalk und er war ja und hat sein Projekt vorgestellt mit ein paar seiner Darsteller und den Trailer gezeigt, da war der Film noch nicht ganz fertig. Und da habe ich ihm gesagt, okay, wenn es wirklich soweit ist, dann komme ich gerne wieder vorbei, mache noch einen kleinen Bericht. Und dann schauen wir mal, wie der Film denn geworden ist. Also ich fand es halt super ambitioniert, eben wirklich einen Langfilm zu machen, weil die meisten fangen ja doch eher mit Kurzfilm an und sagen dann, okay, einfacher machen wir erstmal das, mal ein bisschen Geld zusammenzukriegen, ist mal einfacher als ein bisschen mehr Geld natürlich. Deswegen finde ich es toll, dass wir halt heute wirklich einen Langfilm sehen, einen richtigen Spielfilm. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch den Film schon in der... Ja, so ein paar wahrscheinlich schon. Also nichts verraten, nichts spoilern hier, ne? Wir wollen uns alle überraschen lassen. Und ich bin echt sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wir werden alle viel Spaß haben, das Mikro ist alle. Oder auch nicht, jetzt ist es wieder da. Ich denke, ihr versteht mich dann auch ohne Mikro. Also, ich wünsche uns allen viel Spaß mit dem Film. Und danach haben wir dann noch die Möglichkeit, mit dem Regisseur und Darsteller vielleicht ein bisschen zu reden. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Film. Film ab und ich hoffe, dass wir uns nachher. Hat es euch gefallen? Ja! Mir hat es auch gefallen. Also, ich bin echt beeindruckt. Schauspielerische Leistung fand ich auch super. Also, das muss man erstmal sacken lassen. Ich denke mal, am besten können wir es sacken, wenn wir den Alexander jetzt mal hier hochholen zu uns. Alexander! Da kommt er! Lass uns einen Applaus, Alexander! Bitte sehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super. Dankeschön. Aber. Alles klar. Ich habe den Film schon gesehen, aber ich habe ihn nochmal. Unser Vorbild ist auch gleich schon unser Regisseur. Herzlichen Glückwunsch. Ich fand es super. Ich habe am Anfang ein bisschen an Back Room Back gedacht. Ich habe gedacht, okay, jemand, der das mal weiter fortführt. Ich fand es großartig. Ehrlich. Super. Hat mir super gefallen. Und wie du hörst, die Leute auch. Ich frage mich jetzt natürlich, wie hast du es geschafft, so einen Film zu finanzieren? Hast du ein Lotto gewonnen? Oder Wasserplan? Wie hat das funktioniert? Wie hast du das gemacht? Naja, ganz ehrlich. Ja, das waren 2,5 Jahre harte Arbeit, was die Finanzierung angeht. Na gut, ich glaube, wir hatten ein Budget gehabt mit der anderen Produktion, wie ich schon heute ein paar Mal gesagt habe. Nicht mehr. Sag mal so mit Catering damit auskommen und das, was wir da investiert haben. Aber ich glaube, es lag daran, weil ich das beste Team hatte. Nochmal Applaus.
3 Jahre, weil wir mussten einmal das Projekt auf Eis legen und weil wir da was beschädigt haben im Verleih. Man kann ja eine vierte Rechnung, die mussten wir dann begleichen und naja, dann fiel uns was anderes ein und naja. Wir haben uns entschieden, ich und Arthur, der Friedrich Buchröder, dann haben wir eine Zeit lang Türsteherjob gemacht, um das Ganze nochmal rauszuholen. Und ja, das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber hey, vielen Dank, ne? Das ist natürlich immer schwierig, die Leute so zu behalten, wie sie schon abgedreht wurden. Ne? Da musst du ja wahrscheinlich ordentlich dran arbeiten, dass sie alle immer wieder so aussehen. Ja, sag mal so, an der Community, da war schon so einiges. Einmal war ich 6 Kilo leichter, dann wieder schwerer. Naja. Ja, aber daran ist wieder meine Frau schuld, okay. Ja, das hat funktioniert, trotz dass wir jetzt 2,5 Jahre gedreht haben, weil, wie ich schon bereits am Anfang sagte, das ist mein Team. Also, das war, glaube ich, mein Lottoschein. Dein Team war dein Lottoschein. Ja. Wie bist du an dein Team gekommen? Wie bist du an die Darsteller gekommen? Ist dir das dazu gefallen, dass du ein Casting gemacht hast, oder wie bist du an deine Leute gekommen? Also bei mir war das voll unprofessionell, muss ich direkt sagen. Ich habe einfach ein paar Leute kennengelernt, dann habe ich mir überlegt, okay, der und der könnte den und den spielen. Ja, dann mache ich das. Und dann kam halt ein Schauspieler zum Projekt, hat einen anderen geholt. Und dann haben wir natürlich während des Filmes auch mal festgestellt, dass wir nochmal neu besetzen müssen. Ja, und dann kamen noch ein paar bekannte Gesichter dabei, dazu meine Entschuldigung, und ja, das hat dann irgendwie funktioniert. Danke, Arvid, dass du uns unterstützt hast. Ja, das hat irgendwie alles geklappt. So Step by Step, würde ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt selbst nicht erwartet, dass es dann so wird im Endeffekt, weil ich meine, klar, jeder Regisseur kritisiert seine Sache. Ich meine, ich sehe da Tausende und Abertausende von Fehlern und denke mir, oh mein Gott. Aber dennoch habe ich dieses Ergebnis nicht erwartet. Damals, wo ich das angefangen habe. Wir hatten viel Unterbrechung. Das glaube ich, aber das sieht man ja zum Glück nicht. Es ist ein Film geworden, der den Leuten gefällt und was da für eine Geschichte hintersteht, das ist natürlich interessant, aber wichtig ist, dass es ein Film geworden ist, der wirklich als Film funktioniert. Und ich würde sagen, weil er als Film funktioniert, wollen wir das Kino geben, oder? Ja, unser Hauptdarsteller Michael Bruch, kann man nach vorne. Die Kiesheit bin ich mir noch zu stehen, am besten ziehen wir schon mal vor. Ich bin der Karl aus Kobold. Ja, das muss sein, wenn schon alle da sind, dann darfst du kommen. Ja, schön. Hör mal, hat dir gefallen, hast super gespielt. Hat mir echt super gefallen. Doch als ich schon gesagt habe, ich habe an Bang Boom Bang gedacht, ein bisschen Pulp Fiction, dass ich in beiden hier war, ein Traumteam. Für Kam das rüber, das Kontrast? Auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, du hast das eben auch ein paar Jahre lang gemacht. Und wie sieht es aus? Du hast ja zwischendurch natürlich andere Sachen gemacht, ja, um dich eben zu finanzieren und dann eben immer die Zeit zu haben, hier weiterzumachen. Und bist du auch zufrieden mit dem fertigen Produkt? Ich muss das wieder sacken lassen, weil im Kino ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich bin mega zufrieden, auf jeden Fall. Und wo wir damals angefangen haben, hätten wir niemals gedacht, dass wir überhaupt jetzt auf irgendeine Leinwand landen. Und jetzt im Sinne genommen, Hammergefühl. Super, auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es weitergeht jetzt damit auch, ne? Mit dem Film. Ob ein Verleiher hat, findet oder was auch immer. Vielleicht lassen wir den hier einfach noch ein paar Wochen laufen, ne, im Kino. Ja, wolltest du noch was sagen zu deinen Fans hier? Hast du noch konkrete Fragen? Schon wieder, ich möchte immer konkrete Fragen von dir haben. Es waren schon ein paar konkrete dabei, ich weiß nicht genau. Wie viele? Ich würde sagen, den Friedrich wollen wir nach vorne, oder? Auf jeden Fall. Okay.
jeden Fall. Friedrich, hast du ja gerade schon gehört. Super. Du hast mir auch super gut gefallen. Du warst so der total schräge Kontrast. Also ich glaube, du könntest einen eigenen Film kriegen, ne? Nur mit dem Charakter. Das ist jetzt leider tot, aber vielleicht gibt es ja einen, irgendwie einen Spin-off, wo du wieder auferstehst. Da muss ich mich ja rasieren. Ja, scheiße, ne? Ja gut, aber ich meine, für die Rolle tust du alles. Ja. Hab ich schon nicht alles gegeben? War super viel gegeben, auf jeden Fall. Und? Auch zufrieden? Ja. Nichts Falsches. Der steht neben mir und ich habe gesehen, wie es vor der Tür abging und ich will mich bitte nicht anlegen. Okay. Nee, doch, ich bin zufrieden. Wir haben lange daran gearbeitet. Und ich muss einen riesen Respekt an den Alex ausgeben, verteilen. Man muss dazu sagen, dieser Mann hier. Dieser Mann hier ist weder gelernter Regisseur, noch gelernter Autor, noch gelernter Schauspieler, aber jetzt ist es. Anderen Beruf nebenbei, das muss man ja noch dazu sagen. Und das heißt, er hat quasi 4, 5 Berufe auf einmal gemacht und hat noch Familie und 2 Kinder. Und manche schaffen es noch nicht mal, 2 Kinder großzuziehen. Ja, ist so. Und deswegen habe ich einen tiefsten Respekt vor ihm und ich habe viel gelernt, dass man niemals aufgeben sollte. Und ja, das kann ich dazu sagen. Auf jeden Fall, also ihr seid echt ein tolles Team. Aber das Film ist nicht der Beste, sondern die Freundschaft, die da entstanden ist zwischen uns. Und die besteht bei uns. Das ist auch wichtig. So, jetzt haben wir einen guten Tag. Maike, komm nach vorne. Maike! Maike! Hallo! Michael! Ja! Hi! Hi! Auch toll, du warst voll authentisch, du hast mir echt gut gefallen. Dankeschön! Auch super. Du gehörst jetzt auch schön zu diesem Team und ihr seid alle so zusammengewachsen, ja. Ich finde das toll. Das heißt, wenn ihr dann gleich noch mehr steht, ich möchte noch was von euch sehen, ne? Das ist klar, irgendwann in nächster Zeit. Ja, das Team. Logisch. Nein, wir machen nie wieder. Ach so, na gut. Doch, heute noch feiern und dann nicht mehr. Das ist der letzte Abend. Ich habe die letzte kennengelernt. Ja, Michael. Ja. Eine Frage natürlich, auch zufrieden? Ich bin jetzt so glücklich gerade. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Das ist ja schön. Danke. Nun wollen wir unsere Bösewichte nach vorne rufen. Arvid Birnbaum. Arvid, willkommen auf der Bühne. Ja, genau. Bühne des Lebens. Ja, ich bin, muss gut sagen, also herzlichen Glückwunsch an euch drei. Ganz toll gemacht. Und man muss ja dazu sagen, meine halbe Schauspielschule hat ja mitgespielt. Und unter anderem die beiden haben bei mir gelernt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf die beiden und natürlich auch auf Alex, so eine Mammutaufgabe zu machen. Ich schätze da ein. Das große muss ich wirklich sagen. Große muss ich. Auch deiner Frau gegenüber. Grüße. Und ich möchte nochmal meiner Frau danken, die hier auch mit.
geholfen hat, das Ganze zu organisieren. Es gab ja immer so viele Sachen, wo wir gucken mussten, wo wir so ein bisschen geholfen haben. Ne, so ein paar Leute mal abgestellt und so. Ich brauch mal 5 Leute, kannst du immer so den, ja, den und den an dem Tag. Ne? Und du musst ja was zusammen organisieren, das hat halt meine Frau gemacht. Herzlichen Applaus. Stefan Böttcher. Josef, komm zu uns. Stefan, schön, dass du hier bist. Ja, super. Ich habe dich noch bisher immer nur in so kleinen Sachen gesehen, immer irgendwelche so schräge Geschichten und sowas. Fand ich auch sehr gut, hat mir echt gut gefallen. Schräge Geschichten fand ich besonders gut. Das auf jeden Fall. Ja. Willst du auch eine konkrete Frage? Ja, ja, du willst eine konkrete Frage. Ich auch, ja. Willst du auch? Ja. Gerne. Bist du zufrieden mit dir und dem Film? Mit allem? Also mit mir, darüber reden wir nicht. Weil ich denke, wenn man sich selber so sieht in der Rolle, dann hat man immer ein bisschen im Nachhinein, könnte man das noch machen oder jenes noch machen. Aber im Großen und Ganzen ja, absolut. Und ich denke auch, was hat der andere schon gesagt, das Ergebnis jetzt im Nachhinein über die gesamte Zeit, Monate verdienen zwischen den einzelnen Drehtagen oder auch Drehfolgen, das war dann schon ein bisschen schwierig und ich gebe dir auch recht, ich hatte zwischendurch Sorge gehabt, dass ich in der Zwischenzeit zu sehr alt war. Ich dachte, Mensch, jetzt Kinder, wie machen wir das jetzt? Nicht? Ja, aber, ja, ich weiß, davon hatte ich ja auch Gebrauch gemacht. Und ja, naja, also der Film hat mir sehr gut gefallen und das war auch ein Bild, wirklich ein tolles Team. Das muss man einfach sehen. Ja, wen haben wir denn noch? Wo ist unser Verräter? Tom Bakal! Unser Böser. Also es gibt die Bösen, es gibt die ganz Bösen, ne? Ja. Du bist der ganz Böse. Finde ich gut. Findest du gut? Ja. Steht dir. Magst du die Rollen? Sehr, okay. Ja. Steht ihm aber auch. Steht ihm auch, ne? Wir sehen uns gleich aus. Steht ihm auch. Wir sehen uns gleich aus. Ich sehe was aus? Oder hast du sie schon? Nee. Ah, ich verstehe. Du bist auch zufrieden, findest das ganze Projekt super? Also, wie mein Kollege da schon sagt, selber bewerten, das war ich nicht, das kann ich auch nicht, weil ich habe immer was, Entschuldigung, über was zu kacken, wenn ich mich irgendwo sehe. Und also, ich muss sagen, ich habe den Alex ja erstmal gar nicht ernst genommen, so richtig. Okay. Das muss ich ja wirklich sagen, Alex, entschuldige bitte, aber jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich hätte auch da eine andere Rolle haben können. Ja, zum Beispiel deine. Oder der, nein, aber... Ich habe das Ganze echt nicht ernst genommen. Und ich meine, ich habe schon viele No-Budget-Projekte schon mitgemacht, aber das, was er hier auf die Beine gestellt hat, auch mit seinem Team, mit Kamera, mit Tech, alles. Und wie du schon sagtest, mit so wenig Geld, wo andere an einem Tag ungefähr, ich sagte das vorhin auch noch auf dem Klo, am einen Tag hauen die das Catering da raus und er macht dann Film draus. Das ist einfach nur großartig und toll und ein tolles Team. Also wirklich. Auf die Schauspieler Respekt. Dass ihr alle von der Familie gesehen habt, dass ihr euch mitgemacht habt und dass ihr euch auch gekriegt habt und dass ihr wirklich sagt, ja, wir stehen dahinter und nicht irgendwie, ich springe jetzt doch ab oder nee, das dauert mir zu lange, ich mache nicht mehr mit.
Und es ist ein No-Budget-Projekt. Ja. Und heute Abend, ich möchte es einfach mal jetzt sagen, bedanke ich mich auch bei den ganzen Leuten, die heute überhaupt hier sind. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Leute sind. Das ist auch nicht. Und ich möchte mich auch alle aufzählen, aber hier sind ganz viele Prominente, die heute Abend hier sind. Die kannten den Alex nicht, die wussten überhaupt nicht, was sie heute erwartet. Und auch nochmal danke, dass ihr heute Abend da seid. Dankeschön. Auch von mir ein riesen Dank an euch. Dankeschön. An jeden, der sich ein Ticket geholt hat, an jeden, der sich auch ein Aftershow-Ticket gekauft hat, an jeden, der heute hier ist, jeder, der mich davon geschrieben hat, hey, wir kommen auf jeden Fall. Vielen Dank an auch an diejenigen, die ersten zwei Tickets gekauft haben, das war so schön. Das ist alles auch so leer war und ich dachte, oh mein Gott, Köln zieht mich doch und ich stehe da. Ja, zunächst möchte ich unseren russischsprachigen Schauspieler nach vorne rufen, unseren Freund Fareta Vitali. Bitte! Für 3 Tage hingekommen damals und heute auch nochmal vielen Dank und ich würde es jetzt nicht sagen, habe ich übersetzt, ich weiß, was er meinte und dann der meinte gerade, alles cool, danke, dass ihr hier seid. Ja. Ja, gut, dann möchte ich noch eine Person nach vorne bieten, dass ohne diesen Mann wäre das Ganze heute nicht so schön. Weil Werbekampagne, Plakaten und so weiter. Alex Bad. Komm! Ja. Da hat es nicht auf ihn, ist immer so. Ja, danke Alex, dass du das Ganze für uns gemacht hast. Ja, weil unsere Presse waren heute draußen, die ganzen Plakate, die ganzen Online-Motive, einfach alles, das ist auch mit diesem Mann zu verdanken. Danke, danke, dass ihr alle da seid, dass es so voll ist und danke, dass es Menschen gibt, die was tun. Die es tun und tun, auch wenn es schwierig ist. Und das sind diese Leute. Ja, und das Ganze wäre natürlich nicht so schön, damals wäre so gut wie unmöglich, ohne unseren Sponsoren. Ja, die möchte ich auch halt aufrufen, steht auf. Das ist einmal das Goldwasser-Team, was mich richtig unter die Arme gepackt hat. Und natürlich Andreas Kroh, den ich richtig unterstütze. Steht auf, ja, auch nach Hause. Sag mal Dankeschön. Ihr wart die Ersten, die Größten, die Besten für mich. Ihr habt euch immer bemüht, mir zu helfen. Und dann habt ihr euch, dann habt ihr auch andere Leute gefunden, die mich unterstützt haben. So habe ich auch den Patrick gefunden und der hat mich natürlich auch gut unterstützt. Hä? Patrick. Und ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie bitte? Ach so, ja, das haben wir alles diesem. Das ist ja mein Freund, ist halt auch da. Ja. Also, der hat die damals zu der geschlossenen Premiere
mitgebracht und haben uns kennengelernt. Und ja, so ist das halt. Ich danke euch. Ohne euch wäre das Ganze heute nicht möglich. Ohne jeden Einzelnen von euch, jeden, der ein Ticket gekauft hat, jeder, der hier sitzt. Selbst wenn es hier Leute von draußen gibt, ich würde einfach sagen, ja, das ist einfach 1A, dass ihr hier seid. Ich bin sehr emotional jetzt. Und ja, vielen Dank. Diejenigen, jetzt aufzustehen, die mein technisches Team waren. Sagen wir mein bester Kameramann Marvin Zimmermann. Steh auf! Alle Klappe, schalten dann die Anja. Richtig? Steh auf! Und die zwei haben was gemacht, was wir auf der Leitung hatten. Die zwei gescheite Persönlichkeiten. Ich danke euch. Das war nicht leicht mit mir, ich weiß. Allein die Einstellung, Schulter ober. Sandro und Ilke aber auch. Ja klar, warte noch, zu den Kindern. Ja, dann Ilke, Sandro und der Freddy. Der ist auch noch da. Und Sandro ist übrigens von uns der Donner-Operator. Wir dürfen hier fliegen. Dankeschön. Ja, ich möchte noch ein paar Minuten haben, bitte. Und zwar, Alex, für meine Schauspieler. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen, ich muss sagen, traurig. Wenn man so viele Jahre zusammen und ich bin ein Realist, sagen wir so. Und man weiß nie, wann wir das nächste Mal wieder zusammenarbeiten. Morgen. Ja, das ist alles schön und gut, aber man weiß nie, was das Leben uns bringt, wie gesagt. Und ob wir wieder mal alle so zusammen an seinem Team stehen werden. Ihr werdet bestimmt sicher, viele von euch, jede Menge, fast alle, die ich sagen habe, ist das ungefähr. Ihr werdet eines Tages oder Oscars bekommen. Der Tag ist doch heute, ey, aber es ist bei einigen ist das vielleicht schon ganz, ganz, ganz nah und schon da, aber alles sind für euch. Ich möchte euch für Streaklos meine eigene Ausgabe machen. So Kleinigkeiten für euch, die sollen euch euer Leben lang erinnern, als wir damals in einer Familie zusammengearbeitet haben. Zeig doch mal. Ja, wollen wir sehen. Das soll für die Ewigkeit eingraviert werden. Ja, haben wir alles zusammen gemacht, die Grube da gegraben, den Dreck gemacht. Und ich hoffe, es gibt uns allen keine Polen, weil wir an der polnischen Diskothek gearbeitet haben, die Polacken verprügelt. Um unser Geld zu verdienen, aber nichts gegen die Nation. Ja. Ich möchte dir auch einen Oscar überreichen, also unseren Ostrigrus. Wir warten für immer, denke ich. Maike, mein Schatz, du hast, glaube ich, immer gewartet, bis der Tag kommt, dass du wieder drehen darfst. Wir hatten eigentlich an sich selbst nicht viele Drehtage gehabt. Aber unsere Disposition, das war so richtig. Ja. Und ich musste dich immer wieder anrufen und sagen, nee, das verschiebt ihr doch, wir müssen dich doch irgendwie im März einsetzen und so weiter und so fort. Und sagt, ja, kein Problem, ja, kein Problem. Und ich dachte schon, der hat bestimmt keinen Bock mehr. Und als wir dann wieder angefangen haben zu drehen, die war einzigartig. Danke, mein Kind.
Arvid! Ja. Du warst uns alle unser Lehrer, quasi. Also, ja, das schafft schon. Ja, das wäre schon lernen. Aber immerhin hat uns immer unterstützt und an uns geglaubt und ich habe dir nicht viel zu sagen, aber du warst in einer kurzen Zeit so glücklich und das Projekt gemacht, deswegen. Du hast bestimmt schon eine Nominierung kassiert, hast du auch schon, ich weiß. Aber wer war für dich? Der kommt in die deutsche Nationalmannschaft. Stefan Kitzel. Der hatte auch nur drei Briefwagen da. Und ich sagte, Herr Alex, man wollte halt nicht fertig werden, ne? Manchmal habe ich ihn gehasst, manchmal habe ich ihn geliebt. Aber dafür hatte ich die Szene im Film, ich könnte ihm eine Licht auf die Presse haben. Und das war jetzt nicht gefehlt. Ich habe richtig eine Verpassung. Hey. Das hat funktioniert. Stefan, du warst auch so wie Friedrich. Du hast dieses Projekt mit Herz und Blut unterstützt. Auch einer der Produzenten. Deswegen, das ist dein Ausgang. Danke. Ja, komm, passt aber, Barkan. Ja, wir lieben uns einfach. Ich habe diesen Mann, glaube ich, vor 2,5 Jahren getroffen. Ich sage, ja, komm bei mir zu Hause vorbei. Ich habe Bock, ihn vorhin zu fahren. Und man verlässt sich ja kein außer sich selbst, oder? Ja, also. Daher, warte, jetzt schießt du da genauso wie alle anderen. Und, daher mache ich es. Das ist dann mein Oscar an ihn. Das ist für dich, dass du mich aufgegeben hast. Ja, und bevor wir jetzt endlich Schluss machen, möchte ich einmal noch meine Frau nach vorne bitten, weil er es verdient. Ja. Ja, die Schützen haben unterstützt, wenn ich mal nicht zu Hause war. 2 Jahre hintereinander konnte ich auf dem Geburtstag meines Sohnes nicht dabei sein. Ich habe zu heute getroffen. Verkehrsmittel dahin fahren müssen, tut mir sehr leid, ich kann da nichts mehr machen. Und zuletzt sogar, bevor wir jetzt das Ganze beenden, die ganzen Tagesdarsteller, das komplette Team, was hier ist, bitte nach vorne, weil ihr habt das genauso gut verdient wie jeder andere hier von uns. Alle nach vorne! Anthony, du stehst jetzt auf.
Danke, Leon, dass du so ein geiler Stuntman warst. Du hast zweimal im Einsatz, bist gut hingefallen. Danke, Kevin, du warst auf der Toilette ganz gut geraucht. Das war geil. Einsam. Danke, Joya, dass du damals in der Sauna gesessen hast. Armin, du bist der beste Kameramann. Christian, du bist der beste Junkie aller Zeiten. Peter, du warst der beste Killer. Und ja, du bist am besten hingefallen. Also, du wolltest konkurrieren mit dem Leon. So. Marco? Du bist kein Junkie mehr. Anja, du bist die beste Kamerafrau. Du bist der beste Drohnen-Operator. Du warst der beste Soundman. Die beste Kamerafrau Nummer 2. Du warst der beste. Aber in wahrem Leben ist er kein Vergewaltiger, wirklich. Ja, aber bei dieser Person möchte ich mich insbesondere bedanken, das ist Caroline, die wurde im Film zwar vergewaltigt. Was? Der gute Friedrich konnte das verhindern, aber diese Frau hat mir geholfen bei der ganzen Organisation. Die schönen Briefe, die ihr nach Hause bekommen habt, die ganzen Einladungen, alles, die ganzen formalen Sachen, Gästeliste. Obwohl die vielleicht auch nicht wirklich gut funktioniert hat heute, aber an die nicht schuld. Ich habe in einer seiner Pinchen zu viel getrunken wahrscheinlich. Und ich sehe den Marcel Knöschen, finde ich. Der ist auf Toilette. Achso, der ist auf Toilette. Gut, da haben wir auch quasi. Marcel, wenn du uns hörst, gutes Gelingen. Ich bin nicht fertig mit dir. Deswegen, Caro, danke schön für alles, dass du das für mich gemacht hast. Aber wie gesagt, wir sind alle eine Familie. Und die Familie ist ganz, ganz groß. Das ist übrigens meine Frau. Und der Igor, der war der beste BMW-Fahrer. Ich werde nicht von der Kamera. Draußen jetzt, wenn ihr rausgeht, stehen Erfrischungsgetränke mit unseren Gesichtern drauf. Und das ist für diejenigen, die denken, den 14 Euro bezahlt, da hätte ich zumindest Popcorn umsonst bekommen sollen. Dafür habt ihr sowas jetzt. Ihr steht draußen, lasst euch schmecken. Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle, gut, alle nicht, aber viele von euch sehe ich bald bei der Aftershow-Party. Und wir lassen es so richtig krachen. Danke! Auf ein neues Projekt mit deiner Familie. Danke, Alex. Vielen Dank. Danke an dich, dass du hier warst. Danke an dich, dass du hier warst. Gerne. Der beste Modulator war mein.